Einen wunderschönen lieben, der Daniel mal wieder am Start. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, liebe Freunde, ich hatte ein kleines Problem. Ich wollte gerade die Folgen hochladen und denke mir so, hä? Was ist denn da los? 17 Minuten, 18 Minuten. Jetzt schaue ich. Jetzt hat einfach Sony Vegas. Es steht zwar da, dass es bis, keine Ahnung, 33 Minuten gerendert hat, hat aber nur 17 Minuten gerendert. Und ich kann mich erinnern, das ist, Alter, echt schon lange her, aber das ist mit Alan Wake mal passiert von so einer Folge, wo ich dann auch auf YouTube gesehen habe, so, hä? Warum geht die Folge nur 11 Minuten? Schaue ich in die RAW-Datei rein. Ganz normal alles und die Folge auch. Bloß, dass es halt einfach den Rest nicht mehr rendert und halt dann die Folge kürzer ist. Voll komisch. Naja. Das habe ich jetzt natürlich, Gott sei Dank, nur bei zwei Folgen festgestellt und das müssen wir halt jetzt beheben. Deswegen, werde ich wahrscheinlich hier diese Folge eventuell in zwei verschiedene Aufnahmen teilen. Aber mal sehen. Ja, wir sind im Loch und jetzt ziehen wir uns gleich mal rein, was da abgeht. So. Da geht es nicht weiter, okay. Wie, warum ist der Controller leer? What the fuck? Ich hab den geladen gehabt. Das kann jetzt eigentlich nicht sein. Mal in die Richtung runter. Hallo Kiste. Okay. Oh oh. Hey. Hallo. Hallo. Eve. Ja, das schreit doch nach einem Bossfight, oder? Look, this person died recently. So, this must be the partner. Then something must have been here. Yep. Das ist ein schöner Shot. Holy fuck. Der Klötenmann! Das ist der Klötenmann! Wüstling! Ah! Wieso können wir nicht schießen? Hä, wieso können wir nicht schießen? What the fuck? Was ist denn jetzt los? Okay, kill uns. Kill uns, komm. Okay, what the actual fuck, Alter. Wenn halt der Kampf gleich losgehen würde, jetzt muss man das wieder, ey. Hä? Okay, dann war's verbuggt jetzt gerade. Alter. Oh shit. Aber weil wir haben ja noch einen. Aua! Holy shit. What the fuck? What
What the fuck? Aber ein cooler Boss, Alter. Aber ultra creepy, der Klöten, Mann. Ah, shit. Ja, aber... Aua! Alter! Junge, der Typ, den kannst du echt schlecht entkommen, ne? Okay. Alter. Okay, also ich krieg's echt gar nicht mehr hin. Alter! Holy shit! Das ist geisteskrank, der Typ. Warum macht der so viel Damage? Das ist krank. Das ist krank, Alter. Also entweder bin ich ultra underleveled oder ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht weg von dem... Komm nicht weg von ihm. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was da los ist, Alter. Alter, es ist insane. Ich habe keine Chance gegen den, ne? Jetzt, komm. Oh, Gott sei Dank, weg mit dem. Brute. Defeat Brute. Alter. Not getting any more enemy signals. Let's head back. Well, after we pay our respects, of course. Halt, das war ein schöner Shot mit dem Nebel. Nice. Ja, nicht nur Respekt, sondern erstmal Loot. Das ist jetzt das Wichtige. Designmuster Sport in Gelb. Okay. Ich bin gespannt. Ah, okay. Testament von Tommy. Wer auch immer Zugriff auf diese Daten hat, ich habe eine Bitte. Mein Name ist Tommy und mir gehört die CNT Trading Company in Sion. Ich überlasse alle meine Anteile an dieser Firma meinem Kollegen Cyrus. Bitte sag ihm, dass ich ihm nur das Beste wünsche. Im Laden der CNT Trading Company beim Schrottmarkt befindet sich ein Safe. Der Code zu diesem Safe ist Beta 0000, nicht Beta 0, lol. Omega. Die Inhalte des Safes sind meine Belohnung für die Personen, die meine letzten Worte übermitteln. Mögen die Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Okay, cool. Beim Schrottmarkt. Okay. Jetzt wäre es cool, wenn er uns automatisch zurückporten würde. Warum macht er das jetzt nicht? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Oh Mann. Na gut. Alter, wir müssen jetzt echt da hochklettern. Das ist doch scheiße. Also sonst ist es super gewählt und hier geht es nicht, ne? Hier müssen wir das jetzt von selber machen, ey. Oh Mann.
Also so viel Spaß macht es zwar nicht, das Jumpen mit dem Game, dass man sagt, so Alter, lass die das nochmal machen hier. Es ist bestimmt verbuggt, oder? Okay. Ah. Lass die Kisten respawnen. Ach, bin ich doof. Da geht's ja weiter. Oh Mann. Hey! Alter. Da, es ist ultra nervig, da jetzt wieder hochzuspringen. Wo geht's jetzt lang? What the fuck? What the fuck? Und ab nach oben. Jawoll. Ah, eine Strohpatrone. Ach, nice. Schnell 3C. Je. Können wir gleich da nach Sion gehen? Wo sind wir denn jetzt? Ach, da oben. Lol. Lulz. Ist eigentlich wild, wenn man denkt, wie groß das Sion hier eigentlich ist, ne? Und dann hast du nur dieses kleine Mini-Areal. So, wo sind die ganzen Leute, Alter? Ist am nähersten, oder? Würde ich mal behaupten hier. Bin gespannt, wann wir da hinten runter können. Da hinten. Yo, Cyrus. Skeet! Angel, what happened? What happened to Tommy? I'm sorry. Tommy. I think he left this for you. This is... you fool. What's the point of having all these assets? If you're gonna go and get yourself killed... Business is booming, yeah, right. It's all useless if you're dead. Tommy. You fool. Hey, you okay? Yes. Yes, I'll be fine. I should get back to the store. I can't ignore what my friend left behind. I never thought I'd be saying this to you. But thank you. Okay. Schollgranate. Small. Nice. Und was geht? I never thought I'd be saying this to you. But thank you. Wie gemein die immer alle sind. Sein Arm sieht irgendwie so aus, als wäre der tot und abgestorben. Es hängt ja irgendwie nur so dran, so. Naja. Okay, wir haben alle Missionen, oder? Adam, Lyle. Ah ne, den Lyle haben wir noch. Und dann den Gigas, ey. Boah. Ich glaube, den machen wir trotzdem noch nicht. Wir sind einfach zu low dafür. Oder ich bin zu low dafür. Warte mal, wo ist denn der? Ah, warte mal, beim Schrottmarkt. Hier vorne ist das, oder? Machen wir den Safe noch auf vorher. Das müsste normalerweise der sein. Der hier. Jawoll. Nett.
Nett, nett, nett. Okay. Dann talken wir mal mit ihm. Die ist die Kleine jetzt hier. Ja, da ist er ja jetzt schon. Hallo. I'm not sure he'll listen to me. Oh. Da kriegen wir immer gute Shots. Auch nicht. I'm not sure he'll listen to me. Hä? Ach so. Oh. Erin, what on earth were you thinking? Surely you didn't. Wait. It's not what you think. I think you should hear what she has to say first. Erin? Dad, this object is definitely cursed. You stare at this all day, mumbling, and you fight people. This thing doesn't protect us. It is breaking us apart. We used to be happy without it. Oh, my child. So I tried to hide it away forever, but eventually I brought it back. You're right, my sunshine. I should have known you'd never take something from me without good reason. Aber die Lip-Sync ist bei der Kleinen nicht so on point, oder? Sorry, Erin. Dad. Angel. Ja. Will you take this? You can either keep it or throw it away. Okay, I'll take it. Thank you. Thank you, Angel. No problem. I just want you and your father to be happy. Okay. Okay. Eve wieder. Alter. Okay, 25 Nano-Elements. Das ist nice. Ein Symbol, das Lyle wichtig war. Jetzt haben wir einfach den Buddha. Lulz. Welcome, Angel. Hi. I open the store again, thanks to you. Stop by anytime. Ja, das mache ich gerade, aber... Shop! Ach so, jetzt geht's, okay. Ah, Stufe 1 von 3, da schau an. Engel und ihre vergossenen Tränen. Zerfledderte Bericht. Naja, dann schauen wir uns doch mal das Licht der Kolonie an. Oh. Das Licht der Kolonie. Das Licht, das sonst stets zu hell schien, ist in der Dunkelheit verschwunden. Das Licht der Kolonie, die glorreiche Zeit des Universums. Was macht es schon, wenn wir nicht in die Vergangenheit zurückkehren können? Wir werden nicht trauern. Wir werden in dieser Welt bleiben und für Mothers siegen. Mothers siegen. Engel und ihre vergessenen Tränen. Vergossenen. Wenn die Trauer des Tages, an dem der Himmel eingestürzt, vergessen ist. Wenn die Weisheit von Mother in den Trümmern begraben ist. Wenn man sich nicht mehr an die Zurückgelassenen erinnert. Und wenn Überleben, Vergessenheit und Verzweiflung eins werden, dann werden Engel vom Himmel hinabsteigen. Das sind wir. Für eine bessere Welt. Ungleichheit, Unterdrückung und Moral. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, die nicht von einem einzigen freien Willen gelöst werden können. Ich werde sie alle mit der Mothersphere vereinen und sie mit unserem vereinten Wissen verbannen. So wurde unser Glaube geboren. Nice. Ui. Angel, my humble establishment is at your service. Ja, nice, okay. Wir kaufen aber erst das hier. Werbung der Eidos Company. Möchtest du erfahren, wer wir sind? Wir denken nicht nur, wir erschaffen neue Arten des Denkens. Wir sind deine Begleiter, wir sind deine Freunde, deine Geliebten, deine Familie. Wir stehen immer an deiner Seite. Wir marschieren stets vorwärts in einem strahlenderen Zukunft. Nichts ist unmöglich und nichts kann uns zurückhalten. Eidos Company. Vorreiter im Bereich der menschlichen Innovation. Okay. Dann der zerfledderte Bericht. Die Weisheit und die Macht der Mothersphere erlaubt es ihr, in die Zukunft zu blicken. Und sie teilt dieses Wissen mit ihrem Anhängern wie ein Orakel. Ich wollte ihre Anhänger beobachten und nach Beweisen suchen, um die Wahrheit aufzudecken. Doch ich scheiterte. Dennoch ist es mir gelungen, einige Fortschritte zu machen, die ich an anderen Wahrheitssuchern auf ihrem Weg zur Wahrheit hier hinterlasse. Finde die versteckte Höhle in der großen Schlucht. Finde dort die vergessenen Kapitel, die Prüfung, der Prüfung. Versteckte Höhle in der Schlucht, okay.
Na dann würde ich mal sagen, Buch der Zitate, let's go. Unsere Innovationen dienen der Verbesserung der Menschheit und die Verbesserung der Menschheit ist unser Weg zur Innovation. Raphael Marx. Siehst du den Mond? Der Orbitlift ist direkt unter ihm zu sehen, auch wenn er von hier vielleicht nur wie ein kleiner Ast aussieht. Raphael Marx. Okay. Oh. Ha, wir haben uns mit dem Vater von der Kleinen gleich verliebt. I'm so glad to see you again. Erin and I have been hard at work to keep this place going. Oh yes. Das ist doch ein Outfit, das können wir testen. Und es hat so eine Assassin's Creed Klinge irgendwie dran, oder ist das einfach nur ein Anhänger? Egal, wir kaufen das auf jeden Fall alles. Ist ja logisch. Ach schön, ich freue mich gerade voll. So, hat sie eine neue Voiceline? Angel. Angel. You're always welcome here. Danke. Das ist aber lieb. Ja, vielleicht noch einmal zum Black Bread. Das wäre vielleicht jetzt noch so der letzte Anhaltspunkt, den wir abchecken sollten. Ja, sie hat safe nix. Mein Gott, Eve, das kennen wir doch. Okay. Ja gut, dann haben wir jetzt alles. Nice, dann haben wir alle Nebenquests gemacht, die wir machen können, oder? Wir haben jetzt noch... Ja gut. Jetzt mit dem Schatz, aber ich glaube... Wenn wir halt da wenigstens hier was anderes auswählen könnten, aber irgendwie geht's immer nicht. Aber ich freue mich jetzt auf die neuen Sachen, ne? Das ist richtig nice. Und dann, ich weiß nicht, probieren wir den Gigas nochmal. Weil wir haben ja jetzt so viel Fernkampf-Muni, vielleicht können wir das mit der Fernkampf-Muni machen. Dekorieren? Ach, der Buddha! Schön. Okay. Wow, I really like all the use of color. Ah. The colony's interior design is pretty high-tech and very stylish, but nothing like this. Ich will das Outfit haben. Jetzt können wir erstmal zu ihr hier kurz gehen. We'd better take the alpha signal. Machen wir gleich, keine Sorge. Before heading out to Matrix 11. There's enough enhancement material, right? Yes. Alltagsspiker? Nein. Scheiße, wieder so eine langweilige. Muss mal schauen, dass wir auch wirklich hier die richtigen nehmen. Yes. Ach, Sport in Gelb. Das ist wie Kill Bill. Das ist auch cool. Das sieht auch cool aus. Naja, eigentlich kann man ja beides machen, ne? Scheiß drauf. Alltagsdenim. Okay, dann haben wir jetzt wieder neue Outfits, die wir austesten können. Dann brauchen wir eigentlich bloß mehr den. Da brauchen wir höher entwickeltes Polymer und extremes Polymer. Okay. Das ist so ein Harley Quinn Outfit, Alter. Aber oben ist ein bisschen, weiß ich nicht, langweilig, finde ich. So, unten ist das Outfit cool, aber oben finde ich es ein bisschen langweilig. Naja, wir spielen jetzt mal noch kurz mit dem Outfit so weiter. Was wir aber auch machen... Ach so. Warte, was bräuchten wir zum Herstellen? Was extremes Polymer war es, oder? Ja, bla 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 bla
Extremes und höher entwickeltes. Bei beiden, ne? Ach nee, es fehlt eigentlich bloß noch mehr der. Nee, Sport in Gelb. Ja, okay. Damit bist du zum Mechaniker, weil du Zugriff auf alle Reparaturanweisungen von Tetrastur mithilfe der integrierten Nanoelemente erhältst. Okay. Okay. Ja, dann gehen wir doch da mal kurz hin, machen das noch. Dann haben wir das alles in der Folge erledigt. Und ich bin echt noch mal überlegen, ob wir den Gigas trotzdem noch probieren. Weil irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir jetzt mit den Fähigkeitspunkten das schaffen könnten. Andererseits, er ist schon echt stark. Also, weiß ich nicht. Ah doch, wir können die Muni jetzt dann gleich auffüllen. Das machen wir jetzt gleich. Beim Oracle da oben. Oder hat er die Muni jetzt automatisch aufgefüllt? Sie wieder komplett lost. Achso. Ja, das sollten wir halt schon. Keine Ahnung, wie viel nehmen wir da? Eigentlich so. Nein, 99 ist Max. Okay, scheiß drauf. That's all. Yes. That's all. Tschüss. I know it's not. I hope so. Bla 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 bla. Ja, nee, hat er nicht aufgefüllt. Ah, wieder falsch. Nee, wir haben doch jetzt einen Double Jump. Warte mal. Aber wie zum Fick kommen wir da hoch? Wie zum Fick kommen wir da hoch? Okay, scheiß drauf. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber egal. Wir gehen jetzt. Ich tue es. Wir versuchen jetzt den Pisser. Komm. Machen wir eine Überlängenfolge dadurch. Scheiß drauf. Let's fucking try. Jetzt teste ich bloß, ob das alles aufgeladen wird. Weil ich weiß es echt nicht mehr. Können wir uns hinsetzen? Oder müssen wir da doch zum Ökal rüber? Scheiße. Okay, wir müssen doch zu ihm rüber. Ab nach Sion! Ah. Das ist so witzig. Ah. La, la, la. La, la, la. Da geht ein Licht auf. La, la. La, la. Passt voll zu unserem Outfit jetzt, also die Haare, ne? Richtig nice. Der ist halt auch ein bisschen doof gemacht, ne? Dass wir jetzt immer diesen scheiß Cutscene da anschauen müssen, wenn wir in den Ding da runterfahren. So unnötig. Ich meine, gut, klar. Das ist halt gemacht, weil es wahrscheinlich in einer anderen Instanz ist so. Also nicht auf der gleichen Map. Aber trotz all dem, spielerisch nervig. Da, dass man da noch warten muss. So.
Ach, der hat eine Death aufgefüllt. Oh. Scheiße. Na gut, okay. Back to the roots und so ein Scheiß. Na komm. Na komm. Also es wäre echt supi, wenn wir den besiegen könnten, ne? Es wäre richtig supi. Der scheiß Gigas, ey. Weißt du, dann ist es halt auch noch dieser scheiß Boss, der wo mir echt am wenigsten Spaß gemacht hat. Hier müssen wir hin. Jawohl. Na komm. Was lädst denn so lang? Hallo. Ah, okay. Ja, genau dann macht das wieder an, ne? Also cooler wäre es, wenn man eher mit so einem Doppeldrücken so den anmachen könnte, den Jump. Wird zum einiges erleichtern. Ich siege Gigas. Ja, leichter getan als gesagt. Oh, schön wär's. Scheiß Gigas, Alter. Wie, die kommen hier noch her? Ich wollte gerade sagen, verpisst euch. Der ist geisteskrank, der ist wirklich geisteskrank. Hey! So, der ist voll auf Steroide, Alter. Alter, hab mich selber angespuckt. Junge! Was ist das? Nein! Alter! Gigas!
Nein! Alter! Digga! Er ist so krank! Alter Junge! Alter, wir haben ihn! Ja, Mann! Ja, Mann! Hey, you all right? Yes. Is this a subspecies of what we encountered in 807? What's it doing here? Looks like it caught the Sentinels in an ambush. I hate to deliver bad news, but I'll have to tell him. Okay, schön. Nice. Also, für solche Kämpfe, ich merke mir das, wir müssen einfach unsere Waffen nutzen, so, das... Wenn ich vorher gewusst hätte, dann hätte ich das gemacht, ey. Wir hätten den bestimmt vorher so auch schon besiegen können. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, das macht ja Tag und Nacht aus, wenn man diese Waffen nimmt. Das macht ja wirklich Tag und Nacht aus, vor allem die Raketen. Alter, haben die viel Damage gemacht. Also wirklich, das war ja krank. Das war absolut insane. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Absolut insane. Voll geil. Aber gut, für die Zukunft weiß ich's. Das heißt, das stacken wir uns richtig schön zu damit jetzt. Alter, diese Fotzen. Kommt her. So, haben wir es jetzt, oder? Wie schaut's aus? Jawohl. We got it! Nice. Okay, ja, dann haben wir das jetzt. Dann können wir jetzt endlich weitergehen. Schön. Jetzt haben wir alles, also wirklich alles im Ödland fertig und alle Nebenmissionen fertig, die wir hier verrichten können. Jetzt gibt es eigentlich nur noch mehr diese Matrix-Missionen, ne? Und diese Wüstenlande da, aber gut, die haben wir noch gar nicht. Ach so, die Eilmeldung noch. Wo müssen wir die abgeben? Hier vorne, okay. Na gut, da können wir dann gleich hier eine Reise hinmachen. Nice, dann finde ich, haben wir echt eine super produktive Überlängenfolge gemacht, oder? Hier, den scheiß Gigas noch besiegt, schön. Ich finde es bloß ein bisschen doof, dass der dann auch Gigas heißt. Also ich würde mir wünschen, dass der dann anders da heißt. Hä? was hab ich da Brain AFK jetzt gedrückt? Lol. Okay. Hey, Bro. Oh, you're back. Yes. Did you meet them? What happened? I'm afraid they are all dead. Yes. No way. Doch, doch, es sind übelst krasse Nativers da. I dealt with it. Your comrades did not stand a chance against a monster like that. Ist aber auch, weil der Diss. I see. Damn it. Okay. My apologies, Angel. I've been hoping for this safe return ever since I lost contact with them. I'll report to the captain. Thank you for retrieving their memories. I'm sorry. It's been an honor to help those brave warriors. Drohnen-Upgrade-Modul, Nano-Element 30, schön. Schön. Okay, naja gut, dann machen wir trotzdem noch den Teleport back to the roots und so ein Scheiß. Weil jetzt können wir den letzten Ding auch noch herstellen und dann waren wir wirklich ultra produktiv in der Folge. So, da haben wir echt alles gemacht.
Let's go. We'd better take the Alpha Signal Meter over to the Tetrapod before heading out to Matrix. Yes. Seven. Something need fixing? Ja. Bitte ein nacktes Outfit für uns. Das haben wir alles, oder? Yes, 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 yes. Schön. Liebe Freunde, ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Was haltet ihr davon, dass das mit den Waffen so overpowered ist, wenn wir die nutzen? Also, das ist schon krass. Und ja, also was heißt overpowered? Overpowered jetzt nicht, aber auf jeden Fall um einiges leichter. Also, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, ne, zieht ein bisschen ab, aber Alter, wir haben ihn ja fast nur damit gefickt. Wahnsinn. Wahnsinn. Liebe Freunde, ich wünsche noch eine wunderschöne Nacht, Tag. Was sonst bei euch ist, haut rein. Anständig bleiben. Peace. Und wir rollen. Das Outro.